So, herzlich willkommen hier auf dem ehrlichsten Kanal von YouTube. Digga, was ist los? So. Ich weiß nicht, gerade ob es an mir liegt oder ob derjenige meinen Kanal kannte. Ich hatte einer vor meiner Tür geparkt und meine Frau meinte so, der hat gesagt, ja, hier, komm, lass es weiter hier. So einen Menschen, den trage ich nicht. Hätte ich das gehört, hätte ich erstmal gefragt, was sein Problem ist. So, lass uns erstmal aufarbeiten, was Phase ist in der Medienwelt. Kinderarzt lehnt Patienten ab, die kein Deutsch sprechen. Nein, wirklich? Ist hier auch gang und gäbe. Aber das ist ein Skandal. Mit seiner Entscheidung sorgt er für Diskussion und Aufregung. Ein Kinderarzt aus Baden-Württemberg behandelt Patienten nur noch, wenn sie oder ihre Eltern Deutsch sprechen. Damit handelt sich Dr. Ulrich Kuhn mächtig Ärger ein. Schreibt mal rein, findet ihr es richtig, wenn der Arzt die nicht versteht? Man ist ja in Deutschland. Ob er die dann behandeln soll oder nicht behandeln soll. Schreibt das mal rein, das würde mich sehr interessieren. Ich kann euch schon mal zeigen, wofür ich gestimmt habe. Ach, seht ihr gar nicht mehr, ne? Hier steht dann, finden Sie, dass der Kinderarzt richtig gehandelt hat? 98% ja. Absolut. 2% für nein. Ja, waren bestimmt wie die ganzen Rechten da unterwegs. Aber was sagen die Politiker dazu? Der Andreas Schwarz, Fraktionschef im Landtag von Baden-Württemberg. Natürlich haben die Ärzte mit Patienten aus unterschiedlichen Herkünften und Sprachen zu tun. Wichtig ist, dass sie es schaffen, jedes Krankheitsbild richtig zu erfassen. Was ist denn das für eine hohle Aussage? Der entscheidende Punkt ist doch, wie willst du jemandem was erklären, der es nicht verstehen kann? Ne? Also, ja, es dauert nicht mehr lange, dann scheiden sie von uns. Noch 2 Stunden haben die Zeit. Und er versteht das nicht. Geil. Deutlich wird der FDP-Chef Hans-Ulrich Rülke. Ich habe für das Vorgehen des Kinderarztes vollstes Verständnis. Er muss wissen, was den Patienten genau fehlt. Andernfalls drohen Behandlungsfehler. Ne, auch da wieder, unser Land ist ein bisschen gespalten. Aber weiter geht's. DHL liefert kein Paket mehr in Duisburger Problemhochhaus. Rassismusvorwurf wieder. Wiederholt kommt es dort zu bedrohlichen Zustellsituationen, erklärt die DHL-Sprecherin. Apropos DHL, ein Paket fehlt mir immer noch. Die Zustellung sei für Beschäftigte nicht zumutbar. Was die Sprecherin genau damit meint, erklärte Bewohnerin Katrin Hausmann dem Westdeutschen Rundfunk. Ich kann das verstehen. Die Menschen warten hier in Gruppen auf die Paketestelle und wollen die Pakete klauen. Ja, das beste Deutschland, in dem man je gelebt hat. Oh, geil. Ganz klar, es gibt immer wieder Beschimpfungen und Gewaltandrohungen. Dass keine Pakete geliefert werden, ist einmalig in Deutschland, hat so die DHL gesagt. Während die DHL kapituliert, liefern aber andere weiter aus. Und zwar DPD, Deutscher Paketdienst, die liefern immer noch zur Haustür. Ein GLS-Sprecher erklärt, dass ein Teilgebiet Duisburgs Herausforderungen gebe. Dort würden nun besonders geschulte Fahrer eingesetzt, die mit den Gegebenheiten umgehen können. Der DPD-Sprecher wiederum berichtet davon, dass es bundesweit immer wieder zu Beschimpfungen, Anfeindungen bis hin zu Gewaltandrohungen gegen die Zustellerinnen und Zusteller komme. Tolles Deutschland. Ja, Pistolenmann abgeführt in Unterhose. Auch richtig gut. Komm, hören wir kurz rein. Schüsse vom Balkon. Hamburg. Zu viel Hasch geraucht. Zu viel getrunken? Oder beides? Sonst kommt man wohl kaum auf die Idee, mit einer Pistole im Wohngebiet vom Balkon zu ballern. Erschreckte Anwohner im Hamburger Stadtteil Barmbek Nord alarmierten am Sonnabend die Polizei und meldeten, dass 2 Männer in ihrer Wohnung an der Lorichstraße um sich schießen. Großeinsatz. Dutzende Beamte kesselten das Haus ein. Das SEK rückte an. Die Elitepolizisten stürmten die Wohnung und forderten die Männer auf, sich zu ergeben. Nur in Unterhose konnten sie wenig später aus dem Haus geführt werden. Beide wurden vorläufig festgenommen. Am Ende gab's Entwarnung, die Männer hatten zum Glück nicht mit scharfer Munition geschossen, sondern mit Platzpatronen. Wie sich so Zeiten verändert haben. Aber dass sich Zeiten verändern, möchte ich jetzt auch noch mal kurz ansprechen. Zum einen interessiert euch Olympia? Also mich so gar nicht. Aber ich habe das gesehen und habe mir gedacht, was ist das für ein Horrorszenario? Ich habe nur das gesehen und habe mir gedacht, what? Es soll ja das widerspiegeln von damals und das ist. Leute, also für mich war das eine richtige Freakshow. Und auch der Bobble hat was dazu gesagt. Oder war von Anfang an dieser Wow-Effekt da? Nein, ich meine, die haben natürlich ein bisschen Zeit gelassen, ne? Sagen wir ehrlich, 300 Stunden, also das war, hat schon gedauert. Ich habe auch nicht jede Stunde verstanden, wenn ich ganz ehrlich bin. In der 2. Stunde war es mir persönlich ein bisschen zu woke. Aber vielleicht bin ich auch da 10 Jahre älter als ihr beiden. Aber Dankeschön. Ich weiß echt nicht, wer es so alles gesehen hat, ne? Aber da waren echt verstörende Dinge dabei. Und Leute beschweren sich über Disney. Und ne, das ist zu hart und hier und da ist dies, da ist das. Da wird zu viel verherrlicht. Leute, da krabbeln so Menschen
Männer in Kleidern mit Bart. Aber wollt ihr mir erzählen, dass das kindergerecht ist? Das kann es doch nicht sein, das ist doch auch nicht kindergerecht. Das macht mir Angst. Das kann ich meinen Kindern doch nicht zeigen. Ich hätte als Kind gedacht, hä? Was sind denn das für Spinner? Na gut, so ist es in der Welt. Alles ist anders geworden. Alles ist crazy. Irgendwelche Figuren, die da ihren Kopf im Arm halten. Das ist Olympia 2024. Die Welt ist kaputt. Und ich hoffe wirklich, dass auch dieses Mal wir normal denkenden Menschen recht haben. Es ging hier bei Welt darum, dass man doch nochmal zurückblicken sollte nach den ganzen Vorkommnissen in der jüngeren Vergangenheit. Und zwar diese Pandemiezeit. Und was er da gesagt hat, Mensch, da bin ich ja froh, dass ich neben dich geimpft bin. Das ist eine ganz spannende Geschichte, denn das sind die Gewinner, sind für mich die Ungeimpften der Corona-Zeit. Die sind ja jetzt rehabilitiert worden. Und zwar, da gibt es nichts mehr dran zu deuteln. Es hat sich nämlich herausgestellt, bei der Öffnung der ungeschwärzten Protokolle des Krisenstabs beim Robert-Koch-Institut, dass schon im November 2021 von denen höchstinstanzlich festgestellt worden ist, dass der Spruch, die Pandemie sei eine Pandemie der Ungeimpften, nicht korrekt ist, wörtlich nicht korrekt. An der Pandemie sei die gesamte Bevölkerung beteiligt, auch die Geimpften. Jetzt muss man sich mal vor Auge halten, was das für die Ungeimpften bedeutet hat damals. Da gab es ja diese 2G-Regelung, dass nur Geimpfte und Genesene sich frei bewegen konnten. Und die Ungeimpften durften nicht ins Kino, nicht ins Theater, nicht ins Konzert, nicht ins Restaurant. Die durften gar nichts außer arbeiten, obwohl sie jeden Tag sich testen lassen mussten. Das war ein ziemlicher Hammer. Und einen solchen Eingriff in Freiheitsrechte von Menschen habe ich in dem Land für völlig unmöglich gehalten. Ich bin froh, dass ich mich jedes Mal testen musste, anstatt mir irgendeinen Schrott in den Körper einfach reinzuknallen. Was von irgendjemand vorgeschrieben wurde, an alle da draußen, die nicht geimpft sind, habt ihr richtig gemacht. Und ich hoffe wirklich, dass diese Zeit sich wiederholt, dass wir diesen ganzen Scheiß, der da draußen abgeht, nicht mehr als normal sehen sollten. Ich hoffe es wirklich. Ich akzeptiere viele Sachen, aber erzählt mir nicht, dass solche Männer, die da umherkrabbeln, ja, in Frauenkleider, dass das normal ist. Da bin ich raus. Und somit, lasst ein Abo da. Lasst ein Like da, kommentiert. Danke fürs Zuschauen. Ab morgen geht's wieder weiter hier.